So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und wir haben die Page 154 gekriegt und da gibt es zwei neue Tiere dazu. Einmal den Pinselohrschwein und einmal den Zebramanguste. Und ich möchte noch für den Hinweis bedanken an Raphael Fischer, dass er mir gesagt hat, dass die Spielstämme für den Kakapo ich doch noch habe. Und die habe ich schon reingestellt, aber heute sind wir auf Steam. Und das wird auch, glaube ich, die letzte Folge bei Steam sein. Da wir jetzt mit dem neuen Zoo Tannenhain ja jetzt noch einen weiteren Zoo gekriegt haben, wird es mir wenig zu viele Zoos. Und deswegen werde ich hier den Zoo zumachen. Und das wird halt die letzte Folge hier sein. Und wir haben natürlich hier ein Oster-Event angefangen und da meldet sich schon unser Opa. Oh, hallo Herr Bürgermeister, mit Ihnen haben wir ich heute gar nicht gerechnet. Guten Tag, Herr Wille, ich komme mit aufregenden Neuigkeiten. Ich habe gerade mit den Touristeninformationen der Stadt gesprochen, wo wie es aussieht, werden in diesem Frühling mehr Leute als sonst ihren Urlaub bei uns verbringen. Ja, zu Hause, so wie alle. Ja, es sind ja tolle Neuigkeiten. Das heute freut mich für unsere Stadt. Ja, das sind ganz hervorragende Neuigkeiten, aber mit ihnen geht auch eine große Verantwortung einher. Warum? Wir sind nur ein Zoo. Verantwortung? Wie meinen Sie das denn? Denn das, wenn so viele Leute zu uns kommen, müssen wir auch dafür sorgen, dass es ihnen hier gefällt. Ja, wir haben genug Stände hier und alles andere. Oh, verstehe. Ja, das ist natürlich wichtig. Und deswegen bin ich heute zu Ihnen gekommen. Ich führe gerade zu allen wichtigen Touristenattraktionen und biete meine Hilfe bei den Besucheroptimierung an. Besucheroptimierung an, ja. So, so. Und was würden Sie uns raten, damit es den Besuchern hier noch besser gefällt? Ich denke, eine besondere Attraktion wäre gut. Ostern steht vor der Tür. Da dekorieren wir den Park immer mit bunten Eiern und so. Ja, das machen wir. Oh, das klingt für den Anfang nicht schlecht. Damit füllten wir unbedingt sofort anfangen. Damit sollten wir unbedingt sofort anfangen. Ja, so, so ist das. Alles klar, hilfst du mir dabei? Die Osterdekoration aufzustellen, Sanftmut? Ja, na klar. Aber nicht hier auf Steam. Hallo Sanfu, alle freuen sich, dass du wieder da bist und haben Geschenk für dich hinterlassen. Ja, ich war schon länger nicht mehr da. Toll, danke. 10.000 Münzen nehme ich gern. Oster-Event. Osterdekoration findet in vielen Touristen sicher super. Event-Deko platzieren. Japanisches Tor, 2000 Münzen und 1500 Erfahrungspunkte. Ja, gut, 5000 Münzen nehmen wir noch. Gibt es denn Werbung? Gibt es den Puma für 1000 Diamant immer noch? Und dann gibt es noch hier den Himalaya Glanzfasan für 100 Diamant, den Kiwi für 1000. Ja, und dann gibt es wieder hier kaufen. Gibt es noch den Moschusochsen hier? Ja, ganz schön viele. Und bis zum 30. April um 12 Uhr findest du tolle Osterdekorationen in Saison-Event-Bereich des Shops. Diese spezielle Deko wirft in regelmäßigen Abständen Ostereier ab. Wenn du das Symbol über den Dekos antippst, für die Ostereier bekommst du tolle Preise dafür. Ein neues Tier für deinen Zoo, den Tanaki. Das ist der Tanaki, Mara-Hund, wie auch genannt wird. Gut. So, dann machen wir mal die Kiste hier auf. Da kann man schon abholen.
So, dann schauen wir uns, was es da bei Ostern so Schönes gibt. Den Tanaki für 6000 Eier. Dann haben wir so ein Teehaus für 40 Diamanten, 3000 Eier muss man sammeln. Lokomotive gibt es wieder für 2500 und ein Osterwindmühle. Na gut, so eine Osterwindmühle würde ich mir holen, aber sonst so eine japanische Laterne. Dann haben wir Osterwagen, das könnte vielleicht auch noch was werden. Den Zen-Weg, naja, ist nicht so meins. So, dann schauen wir uns gleich noch die Dekoration an, wie die ausschauen. Ich werde die auf jeden Fall nicht kaufen hier. Ich räume hier nur einmal auf und dann war das auch schon. Ich werde dann noch die ganzen Freunde hier entlassen. So, dann schauen wir uns noch die Dekos an. Dekoration und Event-Dekos. Dann haben wir das japanische Tor, dann haben wir hier großes Ei grün, dann haben wir hier ein großes Ei rosa, dann haben wir hier ein großes Ei weiß, dann haben wir großes Ei gelb, japanisches Zaun haben wir hier für Diamanten, japanische Zaunecke für Diamanten und so eine Zen-Garten, japanischer Garten. Oh, die Eier muss ich einsammeln. So, dann gehe ich mal auf meinem Handy so lang rein. So, dann machen wir hier erstmal weiter hier. So, dann gibt es eine Hasenstatue, wo er sich hier in die Erde eingräbt. So sieht es nämlich aus. Hasenstatue liegend, da liegt er und hält ein Ei in der Hand. Das ist ein Hasen, der hier meditiert. Sieht auch hübsch aus, aber die sind ganz schön klein, die Statuen. Hasenstatue stehend, ja, der macht auch so eine Übung. So, das war's erst einmal hier von Event. Machen wir hier alles durch. Alles sauber, entlass mal die ganzen Freunde. Und sonst weiß ich auch gar nicht, was ich hier mit den Sachen machen soll. Ich habe zwar noch 70 Diamanten übrig. Vielleicht gehe ich in meinen Club rein und werde dort die 70 Diamanten verballern. Und werde dann wahrscheinlich wieder rausgehen. Apropos Club, wir haben noch einen Platz noch in unserem Club noch frei. Der Zoverband Deutschland. Aber wir nehmen nur Leute auf, die Level 70 oder höher sind. Weil es macht keinen Sinn, zurzeit noch kleinere Leute aufzunehmen. Da wir in letzter Zeit ganz schön gewachsen sind und viel besser geworden sind in dem Club. Es geht auf jeden Fall aufwärts mit unserem Club. Also wir liegen so ungefähr bei 50 Puzzleteilen ungefähr meistens in letzter Zeit. Also wir gerne mit uns aufsteigen möchte, der kann sich natürlich bewerben. Kleine Werbung für unseren Club. So, wir werden mal schauen, wie das weiterläuft. So, machen wir hier erstmal alles sauber, entlassen mal die ganzen Leute. Und dann war das auch schon. So, muss ich noch kurz die Eier einsammeln auf meinen zweiten Account. So. So, Eier eingesammelt.
weiß auch nicht, was ich mit den ganzen Puzzleteilen machen soll, weil ich habe ganz schön viele Puzzleteile. Mal gucken, was sich da machen lässt. Vielleicht frage ich bei Opi erstmal was nach, ob die das irgendwie für ein Gewinnspiel draus machen können oder sonstiges, weiß ich nicht. Ich kann hier mal nachfragen, wenn ich die ganzen Puzzleteile da eintausche. Oder ich warte einfach ab. Vielleicht gibt es in grauer Zeit vielleicht irgendwelche Sachen, die man zwischen den Spielern tauschen kann. Mal schauen. Aber Fragen kostet ja nichts. So, wir haben jetzt mal alles aufgeräumt. So, dann tun wir die ganzen Leute mal entlassen hier. Entlassen, entlassen. Entlassen. Ich weiß auch gar nicht mal, ob da noch überhaupt noch welche spielen. Entlassen. 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 Löschen. 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 So, alle Freunde wurden entfernt. So, das war's jetzt. So, das war's erst einmal für das heutige Spiel. Ich habe eine Menge Sachen, eine Menge Tiere hier. Die ich vielleicht. Habe ich von denen habe ich noch eins. So. Geld habe ich auch noch eine Menge übrig. 70 Diamanten. So. Das war's erst einmal für das heutige Video. War ganz schön kurz, aber machte ja nichts. Achso, ich wollte ja noch die beiden Tiere noch zeigen. Da müssen wir hin. So, der eine ist ja Waldgehege. Waldgehege. So, da ist der Tanuki und da ist der Pinselohrschwein. Der hat solche Pinseln hier an den Ohren ungefähr, oder seine Ohren sind wie Pinseln. So, und das nächste ist ja Savannentier. Das ist das hier, der Zebra-Manguste. So, das waren die neuen Tiere. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal im anderen Account. Ciao, ciao.